glaub's einfach nicht. Was ist das denn? Da kann ich die Ratte nicht mit dem Schild aufhalten. Das Biest kann ich nicht stoppen. Wofür ist das Schild denn überhaupt gut? Ist ja nur gegen, keine Ahnung, menschliche Waffen gut oder was? Und wenn die einen starken Angriff ausführen, dann bin ich auch aufgeschmissen. Okay. Viel zu viel Zeit, die dafür drauf geht. Raus. Hat das mies, fiese Ding mich auch noch gebissen, ey. Also das mit dem Springen funktioniert ganz gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das mit dem Springen tatsächlich nochmal mit das bisschen gibt, was ich gebraucht habe. Komm schon. Oh, verdammte Axt. Im Ernst, wenn du mir nicht helfen kannst, du Volltrottel, dann nehme ich dich auch nicht mit. Was soll denn das? Den Schaden habe ich zu... Den jetzigen Schaden habe ich bestimmt zu 90% selbst verursacht gehabt. Und er kriegt es dann nicht mal auf die Reihe. Das Ding irgendwie aufzuhalten, zu unterbrechen, wie auch immer. Total nervig. Okay. Ich hier vor, bevor ich da wieder zick sonst was da rumrennen muss, ey. Na, komm her. Heck. Habe ich jetzt keinen Trank getrunken? One hit down, was soll denn das? Die Biester werden immer schlimmer hier. Ja, natürlich hatte ich nichts getrunken. Gut, komm her. Es war eh blöd. In Scheiße reingerannt. Meine Schuld diesmal. Na komm. Ich brauch kein Aftermovie von meinem Tod. Du kleines Stück Sch... Weißt du eigentlich, was du bist, dass du dich da hinten verstecken kannst?
Meine komplette Angriffsreihe ging nicht durch, weil das Ding sich in den dämlichen Betonwand reingeglitscht hat. Wunderbar. Vielleicht sollte ich auch noch mal in die Kuppel gehen. Na komm her. Los geht's! Wieso ist der denn schon? Sag mal. Ah, wieso kann er denn nicht treffen? Was ist das denn im Moment? Es liegt nicht daran, dass ich müde bin. Manchmal ist die Mechanik da einfach ein bisschen... Diese Musik geht mir auf den Nerv. Irgendwie muss ich doch bestimmt umbringen, damit die aufhört. Ich helfe dir. Fällt dir aber früh ein. Wie soll man denn diesen shit kurzen Angriffen ausweichen? Es klappt einfach nicht. Und auf Distanz kommen lässt er einen auch nicht, aber bei den anderen rennt er immer erstmal weg. Um auf Distanz zu kommen, bei mir nicht. Schön, ich krieg immer die kurzen Angriffe ab. Der ist ja Spielmechanik. Ich helfe dir! Auch hilfreich. Unglaublich. Endlich. Es kann doch nicht so schwer sein, eins von diesen dämlichen Viechern platt zu machen. Das Schlimme ist, der hat wahrscheinlich doppelt so gute Rüstung wie ich gerade am Leib trage und trotzdem fällt er innerhalb von 3 Angriffen um. Wow, eine Zigarette. Der Tote aber mal schön ein bisschen mehr fallen lassen können. Jetzt sag mir, dass ich den vollkommen falschen Weg gegangen bin. Jo. Da lang komme ich nämlich nicht. Sobald ich in die Nähe komme, bin ich ja eh gut durchgegrillt. Well done. Muss mal so auszudrücken. Okay, ich muss erst warten, bis er hundertprozentig gelandet ist. Bevor man klettern kann. Oh, shit.
mal behaupten, dass der echt fies wird. Da sind gleich zwei von denen. Los geht's! Steinklauer. Bis ich den durch hab. Komisch, dass er eher weniger angreift. Das ist sehr merkwürdig. Wieso geht er weg? Kann der was werfen? Oh Gott. Kann ich mal richtig klettern? Interessant ist, dass der beim Angreifen sehr langsam ist. Im richtigen Moment kann er gut zuschlagen. Jetzt sag mal bitte, dass ich den anderen nochmal erledigen kann. Dann funktioniert's doch. Wenn ich so ein bisschen Ablenkung habe, geht das ganz gut. Jetzt bist du dran. Immer schön abwechselnd. Wie gut, dass er mich nicht getroffen hat hinter dem Baum. Genauso wenig, wie ich ihn getroffen habe. Aber wichtiger ist, dass er mich nicht getroffen hat. Diese Musik. Schon. Zähne, Krallen, Hornplatten. Wofür auch immer ich die am Ende verwenden muss. Soll. Kann ich mal hier. Was das mit diesem Gedudel ist schon ein bisschen nervig. Herkommt, was das auch immer für einen Sinn haben soll. Oder ist das... Oh, sag bloß, ich komme jetzt in die Ecke, wo die angelockt werden. Die anlockt.